Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute klären wir oder erkläre ich dir den richtigen Umgang mit Emotionen als Mann. Und zuerst klären wir, warum das überhaupt für deinen Erfolg mit Frauen wichtig ist. Wenn du schon mal unterwegs warst, wenn du schon mal Frauen angesprochen hast, dann kennst du das sicherlich auch. Thema Ansprechangst. Irgendwelche Emotionen kommen dir in den Weg und du weißt nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Und das ist nicht nur so, wenn du die Frau ansprichst, das ist eben auch so in einer Beziehung zum Beispiel, wo einfach viel mit Emotionen gearbeitet wird und man als Mann dann auch oft überfordert ist, zum Beispiel auch von den riesigen und großen Emotionen, die Frauen da teilweise mitbringen können. Und das kann viele Männer überfordern und dann rutschen viele Männer oft in der Beziehung so ein bisschen ab und kommen nicht mehr ganz klar in der Beziehung oder kommen in ihrem Umgang mit Frauen allgemein nicht klar. Also deine Emotionen, wenn du nicht weißt, wie du damit ordentlich umgehen kannst, und das wissen die wenigsten Männer, behindern dich total für deinen Erfolg mit Frauen. Sei es beim Ansprechen, am Kennenlernprozess, in der Beziehung. Wenn deine Emotionen dich unter Kontrolle haben oder du keine Ahnung, keinen richtigen Umgang mit deinen Emotionen hast, dann wirst du immer Probleme mit Frauen haben. Das ist eine ganz elementare Sache, die du für dich klären musst. Und das Problem ist halt einfach, dass in unserer Gesellschaft es immer noch nicht so angekommen ist, Männer, Emotionen, das ist immer noch so ein heikles Thema. So, Männer sind immer stark, Männer sind niemals schwach. Männer haben keine Emotionen, Männer haben niemals Angst und so weiter. Ganz viele Begriffe, die einfach dafür sorgen, dass du alles, was mit Emotionen zu tun hast, irgendwie so auf eine weibliche Seite verdrängst. Und das ist ganz witzig, ich hatte gestern einen neuen Teilnehmer im Coaching und der meinte dann zu mir, ja, das und das ist eine richtig männliche Eigenschaft. Er meinte so, Selbstsicherheit ist eine richtig männliche Eigenschaft. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, und unsicher zu sein ist eine weibliche Eigenschaft. Ja? Und er so, ja, ja. Und ich so, okay. Siehst du, wie das ein Problem werden kann für dich, diese Einteilung, habe ich ihn gefragt. Und da war er nicht ganz sicher, was ich meinte, dann habe ich es ihm erklärt. In dem Moment, wo du sagst, Unsicherheit ist pur weiblich und Sicherheit ist pur männlich, wirst du dich ganz, ganz schwer tun mit deinen eigenen Unsicherheitsaspekten. Und lügen wir uns mal nicht an, jeder ist auch mal unsicher. Jeder Mann ist auch mal unsicher. Ja, wenn du hier den Channel guckst, dann bist du sicherlich in der Gegenwart von Frauen nicht der Allersicherste. War ich früher auch nicht. Das heißt, jeder ist mal unsicher, aber in dem Moment, wo du sagst, Unsicherheit ist weiblich, wird es halt schwierig, weil dann kannst du es nicht mehr so leicht akzeptieren. Und deswegen, das gleiche Problem haben Emotionen. Emotionen, das ist was Weibliches, das ist nichts Männliches, was Weibliches. Und schon ist es schwer, die ganze Sache zu akzeptieren. Und dann wird es problematisch. Und schlechter Umgang mit Emotionen, ich habe das, glaube ich, schon in einigen Videos gesagt, schlechter Umgang mit Emotionen, also wenn du es richtig schlecht machst, das ist halt auch der Weg zu psychischen Krankheiten, zu Depressionen. Und so weiter und viel schlimmeren Sachen. Aber das ist dann ein anderer Weg und dauert wesentlich länger. Uns interessiert jetzt hier hauptsächlich Emotionen und der Zusammenhang Flirten mit Frauen. Also, wir wissen jetzt, es ist wichtig im Flirt mit Frauen. Ja, du erinnerst dich, Ansprechangst, auch in der Beziehung, hat es immer viel mit Emotionen zu tun und du bist einfach komplett im Nachteil. Du wirst einfach viele Probleme haben, wenn du mit deinen Emotionen überhaupt nicht in Verbindung stehst, wenn du überhaupt nicht weißt, was da passiert. Wie geht man jetzt mit Emotionen als Mann um? Und das ist super spannend, denn auch ich finde das noch heraus, dieses, ja, fühl mal das und das, ja, deine Emotionen. Ich konnte mir darunter nie was vorstellen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Also deine Emotionen sind diese, ich sag mal, kleinen Dinge im Körper, die du fühlst. Ja, der Magen zieht sich so ein bisschen zusammen oder vielleicht so ein Zusammenziehen, so ein Härtegefühl in der Brust. Oder irgendwo kribbelst oder irgendwo wird es warm oder irgendwo wird es sehr kalt. All diese kleinen Sachen, die in deinem Körper passieren. Und deswegen ist auch Meditation übrigens toll, weil damit erkennt man diese Sachen. Da schaut man auf diese Sachen. All diese kleinen Sachen sind deine Emotionen. Und was jetzt wichtig ist für den Umgang mit Emotionen, ist, dass du lernst, deine Emotionen zuzulassen. Und damit meint man, dass man nicht davor wegläuft. Also oft ist es ja Beispiel Trennung, du bist frisch getrennt von deiner Ex-Freundin und jetzt fühlst du einen gewissen Schmerz, ja, vielleicht in deiner Bauchregion oder in der Brustregion oder wo auch immer. Und die Tendenz von vielen Männern ist jetzt, wegzulaufen vor diesen Emotionen, wegzulaufen vor diesem Schmerz und sich zum Beispiel abzulenken mit Alkohol, Videospielen, Fernsehen, anderen Frauen, Freunden, Arbeit, Sport, Geld ausgeben. Also es gibt super viele Sachen. Also fast alles, was du machen kannst,
ist im Grunde in dem Moment Ablenkung, weil du sagst, hey, ich möchte mich in dem Moment nicht mit dieser Emotion auseinandersetzen. Und das Problem ist, wenn du dich mit einer Emotion in dem Moment nicht auseinandersetzt, dann bleibt sie sozusagen bei dir. Also Emotionen sind normalerweise so, die kommen und gehen. Das kennst du sicherlich auch. Wenn du mal sauer warst, dann warst du sicherlich nicht den Rest deines Lebens sauer, sondern du warst mal sauer, dann ein paar Stunden später war es auch vorbei. So. Und Wut ist eine Emotion, mit der kommen die meisten Männer noch ziemlich gut klar. Weil Wut und Männlichkeit, das gehört irgendwie zusammen. Damit können wir noch umgehen. Das ist schon mal ein guter Einstiegspunkt für uns und Emotionen. Das kommt und dann geht das wieder. Aber wenn du jetzt dich ablenkst oder Widerstand leistest gegen diese Emotionen oder die nicht wahrnehmen möchtest, und das machen viele Männer, ich habe das auch ganz, ganz viel gemacht, weil ich nicht besser wusste, wie das funktioniert, dann bleibt die Emotion bei dir. Also du musst dir das vorstellen, wie, als wenn du, da ist so ein, stell dir ein Glas vor, oder stell dir, ich hab eine Kaffeetasse, ne, mit Tee drin. Stell dir die Kaffeetasse vor, da drin ist jetzt Tee und da drin ist jetzt die Emotion. Und jetzt nimmst du einen Deckel und bist so, ah, jetzt tue ich den hier drauf. So. Der Widerstand oder dieses Unterdrücken, sagt dir das Wort schon, runterdrücken, ne, da machst du quasi einen Deckel drauf. Und dann kann die Emotion nicht gehen. Und dann behältst du sie in deinem Körper. Und dann macht sie dir Probleme. Ja, so führt das am Ende zu psychischen Problemen, wenn du es auf einer ganz extremen Ebene machst. Aber das führt am Ende zu großen Problemen und kann natürlich auch zu solchen Dingen wie Krankheiten führen. Aber das ist ein anderes Thema. Was du also tun solltest, wenn Emotionen kommen, ist, dass du sie aktiv wahrnimmst. Und aktiv wahrnehmen bedeutet nicht, darüber nachzudenken. Also du musst nicht da sitzen und dir denken, was ist das jetzt für eine Emotion? Was bedeutet diese Emotion jetzt? Weil das ist auch so eine Tendenz von uns Männern, über etwas nachdenken zu wollen, etwas logisch verstehen zu wollen. Emotionen haben mit Logik nichts zu tun. Emotionen, Logik, das sind verschiedene Dinge. Das hat miteinander nichts zu tun. Du musst nicht darüber nachdenken, wenn eine Emotion da ist, was die bedeutet oder was du jetzt tun musst, sondern alles, was du tun musst, ist einfach nur die Emotionen da sein zu lassen, sie zu beobachten. So wie du jetzt vor dem Video sitzt und das Video beobachtest. Stellst dir so vor. Stellst dir vor, als guckst du gerade ein Video mit deinen Emotionen. Einfach nur beobachten, nicht zerdenken. Du musst nicht mal die Emotion benennen. Du musst nicht mal sagen, oh, das ist jetzt Wut, jetzt bin ich wütend. Das ist gar nicht notwendig. Immer wenn du anfängst zu denken, wenn Emotionen da sind, ist das nur wieder Ablenkung. Ja? Nicht so krasse Ablenkung wie jetzt zum Beispiel einen Film zu gucken, das ist natürlich noch krassere Ablenkung. Aber es ist trotzdem immer noch Ablenkung. Weil du von diesem Gefühl wegflüchtest, hoch in deinen Kopf. Und dann hast du dich auf gewisse Weise abgelenkt und hast es auf gewisse Weise wieder runtergedrückt. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem vom Anfang. Aber du wirst merken, wenn du mal diese Emotionen, die du vielleicht als Mann nicht erleben möchtest, wie vielleicht Schwäche, Trauer, du musst weinen oder sowas, wenn du diese Emotionen mal da sein lässt und einfach mal kurz durchlaufen lässt, dann sind die auch sehr schnell wieder weg. Und dann merkst du auch, oh, das war ja gar nicht so schlimm. Und dann musst du in Zukunft auch nicht mehr vor deinen Emotionen weglaufen. Das ist übrigens der Grund dafür, dass Leute abhängig werden von Drogen oder Alkohol oder irgendetwas. Wenn Leute von irgendetwas abhängig werden, dann werden sie deswegen abhängig, weil sie sich mit dieser Sache ablenken wollen. Das ist der einzige Grund. Ja, du fühlst dich schlecht und dann nimmst du Drogen, um dich gut zu fühlen, um dich abzulenken vom Schlechtfühlen, weil du es nicht ertragen kannst. Der Witz ist, du kannst es ertragen. Es wäre relativ schnell auch wieder aus dem System raus, wenn du keinen Widerstand dagegen leisten würdest. Aber weil du Widerstand dagegen leistest, bleibt es halt die ganze Zeit bei dir und dann musst du irgendwann Drogen nehmen, um es kurzzeitig loszuwerden. Aber das ist ja nur wieder weiteres Weglaufen, also bleibt es bei dir und es geht nie weg. Die Drogen helfen dir nicht, du brauchst nur immer mehr davon. So entstehen Abhängigkeiten, egal was du für eine Abhängigkeit hast. Ja, es hat immer damit zu tun, dass du nicht in der Lage bist, legitimen Schmerz zu erleben. Dass du vor Schmerz wegläufst. Vor Schmerzen wegzulaufen, vor Emotionen wegzulaufen, ist keine gute Idee und funktioniert nicht. Sei mit den Emotionen und dann sind die auch wieder weg. Und wenn du das hinbekommst, wenn du so mit deinen Emotionen umgehen kannst, das ist der Umgang mit Emotionen. Ja, also wenn du irgendwas spürst in deinem Körper, an irgendeiner Stelle, dann sei aufmerksam damit. Guck mal hin. Hör mal rein, sagt man auch. Ja, aber spür das einfach mal. Nicht benennen, nicht verkopfen, einfach nur spüren. Und dann wirst du spüren, wie das auch dann relativ fix wieder weg ist. Und wenn du das hinbekommst, dann ist natürlich auch klar, dass solche Sachen wie Ansprechangst nicht mehr so das Problem ist. Weil klar, dann kommt vielleicht die Angst, aber du weißt ja jetzt, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Dann bleibst du halt kurz bei dieser Angst, verkopfst nicht,
nicht in den Kopf gehen? Oh ja, ich sollte sie nicht ansprechen, weil das und das. Oh nein, sie ist sowieso mit ihren Freunden unterwegs. Ah, was ist, wenn sie das und das sagt? Ah, was sage ich dann und dann? Wenn du in den Kopf gehst, bist du verloren. Dann ist es vorbei. Bleib bei der Emotion, bei der Angstemotion. Und dann wirst du merken, oh, sie ist ja schon weg. Und dann kannst du hingehen und die Frau ansprechen. So einfach ist es. Was man euch aber immer sagt ist, ja, ignoriere die Angst einfach. Geh einfach durch die Angst durch. Und ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Teil, aber das ist halt wieder dieses Gleiche, dieses Prinzip des, hier ist die Angst, die Emotion und ich tue jetzt einen Deckel drauf. Ja, und damit hast du sie halt die ganze Zeit bei dir. Du kannst einfach den Deckel aufmachen, die Angst trinken sozusagen und dann ist die Angst auch weg. Die Angst aktiv erleben. Oder was für eine Emotion auch immer. Und ich wünschte, ich hätte so ein Video mal früher gesehen und hätte das mal früher verstanden, das mit den Emotionen. Dann hätte ich mir nämlich viel schlechte Sachen in meinem Leben auch sparen können. Und ich hoffe, du auch. Also Umgang mit Emotionen, super wichtig im Umgang mit Frauen, weil immer, wenn Männer Probleme mit Frauen haben, hat das viel mit Angst zu tun. Das ist ja eine starke Emotion. Und damit, dass sie mit dieser Emotion nicht umgehen können. Wie geht man richtig mit Emotionen um? Wenn sie da ist, spür sie. Kein Widerstand leisten, dich nicht ablenken, einfach bei der Emotion bleiben, um zu erkennen, oh, wenn ich einfach nur kurz bei der Emotion bleibe und sie auch nicht verkopfe, keine Gedanken dazu mache, wenn ich einfach nur kurz bei der Emotion bleibe, dann ist sie auch nach kurzer Zeit wieder weg. Und wenn du das erkannt hast, wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann hast du auch keine Angst mehr vor der Emotion. Dann fürchtest du auch nicht mehr die Ansprechangst. Dann fürchtest du dich auch nicht mehr vor den Emotionsausbrüchen, die die Frau in der Beziehung haben könnte. Dann fürchtest du dich auch nicht mehr davor, vielleicht dich schlecht zu fühlen, nachdem eine Frau dich abgelehnt hat. Das sind alles Sachen, vor denen hast du dann keine Angst mehr, weil du weißt, hey, das ist einfach nur eine ganz normale Emotion. Und wenn ich da kurz bei der Emotion bleibe, die kurz erlebe, dann ist sie auch wieder weg. Dann musst du dir keine Sorgen mehr machen um diese ganzen Emotionen und kannst viel freier, mutiger und stärker leben. Ja, so kannst du deine Kraft als Mann, deine wirkliche Kraft als Mann entfesseln und den Erfolg mit Frauen haben, den du dir wünschst. Schön, dass du dabei warst hier in meinem Wackelstuhl. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession eintragen, in der wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich entwickeln, wie du erfolgreicher mit Frauen wirst. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video hier gefallen hat. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.